Leute, heute sind wir zurück auf der YouTuber-Insel. Und wir haben einige Aufgaben heute wieder auf dem Tisch. Wir werden erstmal hier unsere Front hier ein bisschen neu machen von dem Flauschi-Prank hier. Der Mini-Prank. Flauschi hat sich nämlich überall hier reingeschrieben. Das werden wir auf jeden Fall schöner machen. Was wir wahrscheinlich heute auch noch machen werden, ist eine kleine Veränderung unseres Zweitwohnsitzes. Und da ist wieder Alphastein, ey. Der fragt jedes Mal, ob ich irgendwo da bin. Also ich habe das Gefühl, der Alpha-Clan hat da so ein Auge auf mich geworfen. Wir haben ja auch mal, beziehungsweise ich hatte mal mit Lumex geredet. Der wurde auch von denen da genommen und einfach gepackt. Und dann musste er Sachen für sie tun. Ich bin mir sicher nicht freiwillig. Noch haben sie meine Base noch nicht gefunden. Aber soweit alles gut. Und außerdem haben wir uns letztes Mal mit denen angelegt, weil ich habe ja direkt vor deren Alpha Tower habe ich ja eine Paulberger Limo gebaut. Ich glaube, das wird denen, also die Paulberger Limo schmeckt zwar gut, aber das wird denen gar nicht schmecken, Leute. So, zack, bumm, das hier haben wir alles fertig. Und dann müssen wir hier das noch ändern, bumm. Und dann sind wir wieder ready. Wow, Alter, da war ein Tintenfisch. Ich habe mich gerade gefragt, was sind das denn da für Beine? Okay, ich habe noch Flauschis Freundebuch. Das könnten wir auch mal ausfüllen. Okay, er ist wieder weg. Füllen wir das doch mal aus. Name Flauschi. Spitzname Flauschbausch. Geburtstag 13.09. Essen Pfannkuchen. Hund, pink, rosa. SpongeBob, als ob sie auch SpongeBob hingeschrieben hat. Yo. Okay, hat dir irgendwer bei Magst du Flauschi ja, nein angekreuzt? Oh Gott, voll der Versprecher. Oha, Finski mag Flauschi nicht. Oha. Und das hier, Leute, ist meine Seite. Name Helena. Spitzname Elinski. Geburtstag 10.03.99. Lieblingsessen Krebs. Ich glaube, ich habe was anderes bei Candy reingeschrieben. Lieblingstier Katze. Farbe, grün, Film und Serie. Okay, dann nehme ich How I Met Your Mother. Hobby, Eishockey. Traumberuf, YouTuber. Magst du Flauschi? Ja, fertig. So, dann kann ich Flauschi auch ihr Buch wieder zurückgeben. Hat sich hier eigentlich schon bei dem Steg was getan? Nee. Oh. Da sollte ich mal lieber nicht reingehen. Das sieht mir sehr gefährlich aus. Sieht mir nicht sicher aus. Das war's mit der Paulberger Limo? Was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wollte gerade das Buch wegbringen. Die ist komplett zerstört? Was? Warte, für den Alpha-Clan? Oh mein Gott, ich muss da sofort hin. Ich muss da sofort hin. Leute, Leute, ich war ja eh auf dem Weg gerade. Für den Alpha-Clan. Alphastein und Ripex sind beide da. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, wenn die beide da sind, Alter. Warte, was ist mit der... Warum macht ihr nur Stress? Oh mein Gott, der Vive schreitet so ein bisschen ein. Oh mein Gott, Leute, wirklich. Da hinten, alles voller Lava. Alles voller Lava. Oh mein Gott. Alter Schwede, was ist das denn hier? Was ist das? Was ist hier passiert? Oh mein Gott, die haben wirklich die kaputt gemacht. Sind die noch hier? Hallo? Da oben ist Wasser. Hallo? Warte, warte. Oh, da steht jemand. Ey, was machst du mit der Paulberger Limo? Ey, was ist hier denn? Leute, komm runter, Bro. Leute, komm schnell. Wir haben ein Problem. Hey. Was für ein Problem? Hallo, es ist Melina. Hallo. Alpha-Clan. Ja, hallo. Ey, Alpha-Clan. Oh nein, ihr habt die Paulberger Limo kaputt gemacht. Was fällt euch ein? Du weißt schon, vor wem du hier stehst. Du stehst hier vor den mächtigsten Spielern auf der ganzen YouTuber-Insel. Ja. Oh mein Gott, ihr habt beide Netherite. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wisst ihr, wie stark das ist? Ja, ja, mega. Ich will mein Wasser wieder haben. Bleib fertig. Du hast hier was für Acrymix gebaut. Das gefällt uns gar nicht. Hilfe! Oh mein Gott, oh mein Gott. Bleib weg, bleib weg. Warum supportest du Acrymix? Warum supportest du die Limo? Das geht überhaupt nicht. Die schmeckt lecker. Aber das scheint euch nicht zu schmecken hier, dass ihr eine
schmeckt überhaupt nicht. Natürlich. Die ganze Base zerstört. Oha. Oh Gott. Ah, bin ich. Bitte. Oh mein Gott! Hier bin ich! Hey! Was ist, Selene? Hey! Bau das sofort wieder ab! Du hast die einfach auf unserem Grundstück gebaut! Hier ist unser Territorium aus, ich werde das niemals abbauen! Niemals werde ich das abbauen! Ich baue noch eine zweite hier hin! Du musst bezahlen, Selene! Was muss ich bezahlen? Gib uns Diamanten für die Miete! Fürs Grundstück! Oh nein, ich habe aber keine Diamanten dabei! Dann gehen wir zu deiner Base. Wir wissen nämlich, wo die ist, wenn wir alles rausnehmen. Was? Nein, ich hab auch gar keine... Die ist um die Ecke. Weiß ich nicht. Oder du hast die Wahl. Komm jetzt in den Alpha-Clan, dann ist alles wieder okay. Ich kann nicht in den Alpha-Clan rein. Wo? Du musst in den Alpha-Clan. Ey, aua. Sonst wirst du jetzt alles verlieren. Denkst du, du hast die Wahl? Aber warum sollte ich in den Clan reingehen, wenn ihr mich töten wollt? Wollen wir nicht, wenn du uns beitretest. Aua. Wir dir niemals weh zu, Melina. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe da schon zu viele Pfeile in die Fresse für bekommen. Melina. Wir wollen verhandeln! Ich kann aber auch. Ich kann tanzen. Ich kann wunderbar tanzen hier. Bringt uns gar nichts. Doch etwas. Diamantenfarm für uns. Diamantenfarm? Och nö, ich hab doch gar... Zeig uns deine Base jetzt. Wo ist deine Base, Liebe? Ja, ich zeige euch meine Base. Gar kein Problem. Aber die kennt ihr doch schon. Du hast bei unserer Base gebaut, also werden wir auch bei deiner Base bauen. Ja, kannst du gerne machen. Also, hier drüben. Ich kann euch wirklich zeigen, ich habe wirklich gar nichts. Ich bin sehr arm. Ich werde alle deine Videos gucken. Wenn du uns jetzt anlügst, machen wir noch mehr Rambazamba. Also, guck hier, alles leer. Das ist leer. Nicht deine Base. Lüg uns alles nicht an. Alles leer. Ich lüg dich genau, aber kleiner, das ist das größte Verbrechen. Aua. Wo ist dein Item? Oh Mann, ich kann euch meine alles nicht geben. Das ist alles, was ich habe. Elina, wo sind die restlichen Items, die du gefarmt hast? Die hab ich alle an. Ich hab alles. Bitte! Oh Hallo. Mein Gott! Wolf, Bro, wie geht's? Was macht ihr die ganze Zeit für Stress hier bei jedem? Wir machen gar nichts! Elina, geht mal zurück! Wir haben auf unserem Grundstück gebaut, ohne zu fragen! Wo denn euer Grundstück? Meinst du hier oder was? Bei meinem Turm! Die hat einfach in so eine Limo gebaut von Max! Ja, Bro, dann hör doch mal zu sagen, hä? Was seid denn, Ruhe? Geh weg! Bro, das willst du nicht, glaub mir! Elina ist ganz schön frech geworden! Ich hab Bro, sie ist neu auf der YouTuber-Insel! Die hat bei uns immer die Neuen an! Die hat bei uns gebaut, ohne zu fragen! Was hast du denn gebaut? Guck mal, die ist pink, die Dose da, die sieht voll hässlich aus! Das ist eine Paulberger Limo! Ja, das einzige hässliche ist dein komischer Lava-Wassertower da oben. Was ist da drinnen da? Ente? Ich glaube, wir kriegen langsam Probleme, Ente. Ja, ihr denkt wirklich, wenn ihr jetzt Netherite und so habt, ihr könnt hier einfach Elena, machen, was du musst ihr wollt, das oder? Diamanten geben! Nee, ich hab keine gar Diamanten! Gar nichts, Bro! Hä, weil... Bruder! Ja, warum solltet ihr euch die Diamanten... Die muss Miete für unser Grundstück! Gar nichts, du zahlst gleich mal. Warte mal, Alphastein! Was wenn denn? Du hier weit auf der YouTuber-Insel sein willst, dann musst du jetzt mal Miete bezahlen! Ich will gar nichts machen! Ach, ja? Du zahlst! Los, Ente! Gib dir das Geld! Ich wollte Miete von euch! Los, Ente, du musst dir bezahlen! Elina, ich hab die Wohnung gebaut! Bro! Warte! 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 Lauf! Schnell weg hier! Daher, komm, lass die Klappe! Ja, wir hauen die jetzt weg! Hallo! Leute! Wow! Leute! Lock dich aus im Notfall! Hallo! Leute, ist doch gefährlich! Oh, lass die klatschen! Leute, schwimm weg, Bro! Elina, geh ruhig in Sicherheit! Okay! Hört auf ab! Verschwinde schnell! So, was geht? Verschwinde! Hörte, lock dich aus! Oh, mein! Hörte, du kannst dich ausloggen! Was willst du denn? Was soll das jetzt? Ja, Leute, ihr schafft das! Woo! Was willst du aus, Melina? Hast du doch geliebt? Einfach klar, das Wolf! Ja, entschuldige ich bei ihr! Entschuldige ich bei ihr! Mach ich sofort an, aber mit Ente muss ich mit entschuldigen. Ente! Komm! Da hat sich dein Freund wohl alleine gelassen. Ihr seid der coole Alpha-Clan, wenn dein Kollege dich alleine lässt. Ente, was soll das? Bitte! Ah, komm.
Sicher ab Alpha Stein. Moment, wir können das klären. Osmina, das war einfach so ein bisschen frech. Ich wollte einfach nur zeigen, dass sie nicht machen kann, was sie will. Nein, 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 nein. Du bist ein bisschen frech und wir sind hier, um dir zu zeigen, dass du nicht machen kannst, was du willst. Genau. Ein Grundstück. Das ist mein Grundstück. Hast... Ist ja da okay, okay, okay. Alpha Stein, wo hast du das Grundstück gekauft? Wo steht, dass dir gehört? Wo steht, dass sie da bauen darf? Niemand. Hm. Jeder kann bauen, wo er möchte. Das gibt's überhaupt nicht. Warte, Ente, wo ist das Ente? Ja. Geh mal lieber Ente suchen. Komm wieder. Ente! Er hat selber gemerkt, dass sie dir. Ich hab keine Lust mehr auf dich. Das ist wirklich so ein Versager, klar. Wirklich diese. Ey, das Ding ist, guck mal. Ich weiß, Jelina, du kennst einfach Stein noch nicht richtig, aber ich wette Geld darauf, er wird wiederkommen und dich wieder angreifen. Oh nein. Das ist ganz normal bei ihm. Oh, Leute, danke schön. Ich kann euch jeden ein Brot geben. Oh, yeah. Bitte, bitte. Das ist so feige. Guck mal, die gehen immer auf die neuen Leute auf der YouTube-Insel, die noch nicht mal krasse Rüstung oder die sich nicht mal richtig wehren können gegen die. Gar nichts. Gar nichts. Oh, es ist so lost, wirklich. Aber keine Sorge. Katastrophe. Junge, aber Digga, die ist nicht mehr hier sicher, die Elina. Hast du ein Haus hier oder so? Ja, aber ansonsten habe ich nichts. Ja, weiß der, wo dein Haus ist? Ich glaube noch nicht. Bisher war er noch nicht da. Ich habe ihm ein Fake-Haus gezeigt. Oh, hallo, zicht ab. Bestimmt schon wieder weg. Ey, hallo. Okay, guck mal, wie sie es wieder probieren. Warte, warte, warte. Lass nicht auf Ente gehen. Warte doch. Wir wollen uns entschuldigen, okay? Ja, dann mach. Dann mach. Okay. Wollen die keinen Ärger mehr machen? Okay, lass Elina mit Alpha Stein kurz reden. Hallo, Elina. Hi. Brauchst du dann noch einmal? Hast du Stress, okay? Du nix mehr fragst. Okay, okay, okay. Ich weiß. Prank. Das war ein Prank, Leute. Ente, lauf. Ente, verschwinde. Okay. Elina, es tut mir leid. Okay, hey, wenn ihr noch einmal zu den neuen YouTubern oder zu Elina kommt, die nochmal bedroht, dann werden wir euch jagen. Ente, hast du ein Boot? Nein. Okay. Ich kann schon schwimmen. Elina, wir sagen auf jeden Fall heute Entschuldigung, okay? Okay. Schwimm weg. Geht jetzt einfach weg. Los, verzieht euch. Elina, wir waren heute sehr gemein. Aua! Aua. Ja, 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 ihr gibt's immer wieder auf. Verschwinde, hau ab jetzt. Sollen wir die jagen und töten? Ja, Mann. Jagen und töten. Oh. Oh, okay. Er will's weiter verprügeln. Verprüge dich jetzt mit meiner Hand. Das reicht. Lock dich aus, Ente! Lock dich aus, Ente! Lock dich aus! Ich soll mich auslocken, oder was? Bro, wenn ihr euch auslockt... Wir sind starker Kleiner! Au, Alter! Mein Lieber! Oh, jeder Hit, zack! Alina, auf! Geht jetzt! Junge, zieh doch jetzt einfach ab! Warum macht ihr denn immer weiter, hä? Wir gehen doch! Gleich seid ihr tot und verliert alles, willst du das? Wir gehen doch! Ja, dann los! Oh, Lina, es wird Nachspiel. Nix. Nix. Oh, so schlecht. Guck mal, er macht sogar noch Ansagen. Oh mein Gott. Was ein Loser-Clan. Ja, willkommen auf der YouTuber-Insel. So ist das hier leider. Oh, war nett. Lass mal vielleicht kurz in unsere Base gehen. Die werden immer wieder und wieder und wieder kommen. 100%. Okay, Armin, guckt unten. So, Statement. Oh, jawoll. Ja, da sieht's wieder. Korrekt. Ey, lass uns mal kurz in unsere Base, oder? Ins Loch? Komm. Ja, lass mal ins Loch runter in die Mitte. Ja. Ab ins Loch, yeah! Warte. Hm? Ja, weißt du wo, Elina? Ich glaube geradeaus, oder? Also hier so die genau. Küste. Einfach geradeaus. Ich guck gerade, ob die nochmal kommen. Okay. Leute, ab ins Loch! Haben die es wirklich Loch genannt? Oh Mann, ich hoffe, ich wäre mal so cool und könnte mit einem Dreizack einfach durch die Gegend fahren. Bisher habe ich nur so ein Aldi-Boot. Hä? Das wäre lol. Ja. Moini. Das nice. Oh, herzlich willkommen. Hallihallo. Schön hier. Ich glaube, sie ist noch gemutet. Ich glaube auch. Oh ja. Schön hier. Ist gut hier, ne? Ja, richtig schick. Mein lieber Scholli. Wir müssen ja alles trockenlegen noch. Hat Flauschi gebaut. Oh, deswegen hast du ja auch den ganzen Sand. Den brauche ich für die Paulberger Limo. Ich habe hier ein bisschen was ausgeliehen. Oh. Ja, kein Problem. Aber wo ist jetzt der? Ist wahrscheinlich. Wo ist der? Hat er sich verfahren? Er wollte noch mal gucken nach dem Alpha-Clan, ob die uns verfolgen. Oh, gute Idee, warte mal.
Weg ist er. Jojo, ich bin hier. Was geil! Was geht? Jetzt ist Armin gerade weg und ja, ich suche. Wir haben dich gesucht. Nee, ich hab die nochmal gefunden. Die haben irgendwas wieder besprochen. Also die haben auf jeden Fall irgendwas vor. Die haben irgendwas vor. Auch an dich, Ralf. Willkommen in unserer Mitte. Hast du die schon gesehen? Nee, noch gar nicht. Ich bin gerade runtergekommen und dachte mir, krass. Die sieht richtig geil aus. Sieht krass aus, ne? Was geht? Bro, ich hab die gerade nochmal gesehen. Die haben wieder irgendwas besprochen. Ich hab nur den Namen von Elina gehört. Bin dann dahin, hab den eine Ansage gedrückt, dass die jetzt hier bei uns in der Base, wenn die irgendwas machen, Bro, dann löschen wir die aus. Mir egal. Ja, dann geht's los. Dann jeder hat 10 Tränke dabei und dann geht's ab. Weißt du, was die Antwort von Alpha Stern war? Geht in ein Ohr raus, ins andere, in eins rein, ins andere wieder raus. Der hat keine Ohren, der ist ein Stein. Keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, dann kloppen wir dem ein Ohr rein und dann geht's andere Ohr auch wieder rein. Ja, würde ich auch sagen. Da habe ich kein Problem mit. Da warte ich auch schon die ganze Zeit drauf. Das ist gut. So, Alpha Stern aber... History. Also Elina, was wir halt anbieten können, glaube ich, dass du erstmal hier irgendwie bei uns unterkommst. Was? Gerade wenigstens für den Anfang, dass du irgendwie dir mal Rüstung... Wir können dir sogar eigentlich auch helfen, ein bisschen mit Rüstung oder so, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil jetzt gerade, also mit der Rüstung, die haben halt, die kleppen dich halt weg, ne? Die warten dann, bis wir nicht mehr on sind und dann zerstören die deine Sachen oder keine Ahnung was. Das ist ja auch nicht so cool. Ja, das stimmt. Das Problem ist, wir haben halt noch keine Stadt, also wir haben da nicht mal selber ein Haus hier, deswegen... Naja, hier ist es auch gut. Aber ich kann so lange auf meiner Farminsel auch noch mitchillen. Stimmt, wir haben noch eine Farminsel, können wir dir auch noch kurz zeigen. Also damit du generell mal weißt, wir sind halt die Wasserkrieger. Mhm. Wir sind halt so ein bisschen für Gerechtigkeit und so hier, dass wenn so Sachen wie gerade passieren, dass einfach wieder auf neue gegangen wird, dass wir denen halt helfen. Aber wir sind gerade hier noch im Projekt Base. Also das dauert noch ein klein bisschen, weil wir das Wasser noch wegmachen müssen. Und ihr habt vor, das alles hier auszuheben? Ja. Also eine Hälfte haben wir jetzt schon fast, ne? Ich glaube, die Seite geht nicht mehr weit. Nee, ja, wir haben schon relativ viel geschafft. Aber hier, genau wo ich jetzt stehe, das hier ist die Mitte. Also hier rüber geht's nochmal genauso lang. Ja. Aber ich kann euch helfen. Bauen kann ich wenigstens. Und abbauen. So halbwegs. Ja, das passt perfekt. Guck mal, ich kann PvP. Flauschig kann super bauen. Du kannst beides. Und der Vive ist der Vive. Hey! Ja, Flauschig kann auch PvP. Boah, ist also, nee, klar, wäre cool, wenn du helfen kannst, sehr gerne in der Zeit. Okay, also, was soll ich machen? Ich fange direkt an, Leute! Übermotiviert. Nee, warte, das sieht nicht schön aus. Also ich glaube, da kann dir Flauschi oder Ami besser weiterhelfen als ich. Ich bin mehr so... Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Also ich würde sagen, Flauschi ist unser Bauprojektmeisterin. Also wenn es ums Bauen geht, ist sie... Bauleiterin hier. Ja. Die Wasserkrieger Bauleitung. Ich werde mir die Fäuste blutig abbauen. Ja, und wenn du Materialien brauchst, dann einfach genau in die Richtung geradeaus ist meine Farminsel. Ah, okay. Eisen, die hab ich schon mal. Dann kommen wir einfach kurz hin, oder? Sag mal, wer ist das da? Warte ganz kurz, kannst du. Ist einer da? Finski hilft uns. Okay, nee, keine Sorge. Ganz kurz, drop mir mal bitte deine Rüstung. Ich will nur gerade einmal sehen, was du für eine Rüstung hast. Die ist tipptopp. Okay, schau mal, wie tipptopp die ist. Ja, also du hast keine Verzauberung. Aber du musst mal meinen Bogen sehen, der ist richtig krass. Pass auf, der ist ultra krass. Es ist nicht mein Schaden, nix. Der ist auch clean. Der Bogen ist... Der ist clean, oder? Guck mal, Amir, guck mal. Der ist krass verzaubert. Ich sag dir ehrlich, der ist stärker als mein Bogen. Safe. Der ist übel krass, ne? Ja, hier, bitteschön. Okay. Ja, darum kümmern wir uns ein bisschen. Ich werde dir mal eine neue Rüstung machen, glaube ich. Oha! Ich werde Netherite besorgen. Wow, okay, oh, Vollgas dann. Da muss ich eine richtige Rüstung machen, wenn du nicht. Ich hab Verzauberung schon alle geholt. Die sind schon unten in den Kissen drin. Ich hab, glaube ich, so 8x Schutz 4, 8x Schärfe und so. Okay, für Finski hatten wir eigentlich auch noch geplant. Aber ja, machen wir. Ja, passt ja. Safe. Ja, 8x, 2x, 2. Ja, okay, okay. Ja, dann machen wir so. 8x, 2x, 2. Ich bin nur Bauleiterin, müssen... keine Mathe. Deutsch kann ich auch nicht. Ja, das stimmt. Perfekt. Naja, aber du brauchst auf jeden Fall eine bessere Rüstung. Da bist du echt One-Hit, weil die haben wirklich Stärke 5 Schwerter und keine Ahnung was. Das macht echt keinen Sinn. Bögen. Pass auf, Bögen, genau. Richtig Bögen krasse Stiefel. Alter, krasse Schuhe. Geile Stilettos. Die haben. Fresh. Aber die sind echt krass verzaubert. Warte, wo ist die? Hier. Und kannst dich schnell bewegen. Oha. Oh shit! Alles easy, Leute. Ich hab meine Federfallboots. Ja, mach Wasser im Eimer noch. Ja, ich hab einen. Den hab ich dabei. Ja, gut. Dann, dann let's go, oder? Guck mal, hier können wir hochgehen. Aha.
Doch. Dann einfach hier geradeaus. Und okay. Schuhe ausziehen, ne? Geht immer schneller dann. Oha. Bin schon mal da. Da komm. Schieße. Hallo Freunde. Hallo. Ich muss mich noch von meinem Sturz erholen. Ich glaube, ich habe mir die Knöchel gebrochen. Wo bleibt der Wife eigentlich? Die ganze Zeit? Ja, jetzt ist okay, warte. Amir, komm mal ganz kurz. Eine Sache. Ja. Oha. Ich glaube, ich soll da nicht zuhören. Geheime Gespräche. Ja, Mann. Das ist unsere Schafsfarm. So. Schau mal ganz kurz doch, Elina. Hm? Einfach. Es wird 100% passieren, dass sie dich irgendwie angreifen, wenn wir nicht da sind. Ja. Damit du aber dann auch schon mal abhauen kannst, tu dir den mal in deinen Slot, wo das Schild hinkommt. Ja. Und nimm mal einen Stack Enderperlen. Und im Notfall, wenn die dich angreifen, hau einfach nur ab. Probier nicht zu kämpfen, hau einfach nur ab. Okay. Du hast einen Dreipack im Wasser, da kannst du wieder kriegen, dich auch gar keinen Fall. Ja. Wichtig ist, ins Wasser kommen. Schreib uns immer, egal wann, auch privat so, wir kommen direkt rein und helfen dir dann wieder. Ja, ich ruf euch an. Also wirklich, wenn die jetzt nochmal angreifen, dann ist vorbei. Dann ist Krieg auf. Dann machen wir Krieg. Oha. Krieg gegen den Alpha-Clan. Wer gehört denn auch alles zum Alpha-Clan? Alpha-Stein? Ich glaub, nur Alpha-Stein und Ente. Nee, Yamek war auf jeden Fall auch noch dabei, oder? Lumex wurde rausgeschmissen. Lumex wurde rausgeschmissen. Okay, aber Lumex? Krass. Egal, merkt ihr einfach, sobald einer mit dir kämpfen will, einfach abhauen, bis du eine Rüstung hast. Mhm, okay. Ich glaube, keiner auf der YouTube-Insel will einfach so kämpfen. Also wenn, echt immer nur der Alpha-Clan. Die machen immer Stress, immer. Die hören auch nie auf. Das ist leider... So sind die halt. Aber Wife und ich unsere Erfahrung schon mit. Ja. Der hat schon mal die ganze Base hops genommen, mir alles geklaut und alles ist wirklich katastrophal. Was du auf der YouTube-Insel 1 5 Häuser bauen, bei der man mein Haus gesprengt hat. Oh. Das ist so schade eigentlich, ne? Ja, ja. Oh, einfach klar. Aber gut, hier, Farminsel, herzlich willkommen. Hier kannst du einmal Wolle dir immer holen. Oha. Automatisch Wolle-Ding. Mhm. Ja gut, diesen Kakteen. Hier habe ich so diesen automatischen... Also ein bisschen brennen kannst du hier. Ist immer gut Lava drin. Oha. Wenn du irgendwas schnell brennen willst. Immer in die oberen Kisten kommen die Rohstoffe zum Brennen und in die unteren das Fuel. Alter, crazy. Ja, hier kannst du, wenn du Essen oder so brauchst, diesen Weizen und so drin, kannst du vermehren und dann kannst du die alle... Geil. Und ich hab die Katze. Noch eine Eisenfarm. Das ist meine. Das ist meine. Süß. Hier ist unsere Eisenfarm. Hier unten kannst du auch ein bisschen, wenn du ein bisschen Eisen brauchst, kannst du gerne was so da. Ah. Oh, shit. Oh, das ist ja Wasser. Nee, keine Sorge. Rein. Hier sterben die ganzen Boden. Ich kann hier nicht Eisen rausholen. Unten ist meistens das Eisen. Ja. Wenn du Holz brauchst, haben wir nochmal eine Bambusfarm. Oder? Stimmt! Oh mein Gott, ich hab von euch, also ich hab's nicht geklaut. Ich hab's wirklich auf dem Boden gefunden. Ich bin hier vorbeigegangen, hab einen Bambus eingesammelt und das ist der einzige Bambus, den ich habe. Ja, Bambus schmeiß ich immer weg, ich hab zu viel davon. Okay, hier, dann müssen wir, dafür müssen wir ein Stückchen rübergehen. Also die Insel mache ich über meine automatischen Farmen drauf. Okay. So. Und zwar, wenn du hier. Das ist eine richtig krasse Maschine. Stell dich drauf und guck rein. Was ist das hier? Boah, Alter! Also er läuft die ganze Zeit zurück und haut ab damit immer. Alter! Ja. Das ist schon und dann, wenn ihr runtergeht... Wir haben jetzt unser Redstone-Experte. Ja, das ist gut süchtig. Hier kannst du runtergehen und den Bambus, wenn du was brauchst, kannst du holen. Ach so. Da sind gerade, glaube ich, um die 10 oder 10 Double-Chests voll mit. Ich glaube sogar mehr. Ja, ja. Easy. Ja, genau, und unsere Dreizack-Farm da oben noch. Ah, ja, stimmt. Haben wir auch noch. Ja. Oh, und hoch geht es auch diese Wasserzombies. Wow. Ich kann, ja, wenn Leute, du irgendwas brauchst, bedien dich. Ich kann euch und auch hier bereichern. Und mit Guardian-Farm haben wir auch noch. Ich kann Cobblestone-Generator bauen. Ach so, Alter. Meinst du vollautomatischen oder meinst du zum Abbauen? Ja, zum Abbauen. Ganz normal. Den habe ich auch da drüben. Ach so. Aber du kannst auch einbauen, wenn du willst. Du kannst auch gerne einbauen, damit ich um einer bedeckt ist. Nein, alles gut. Aber ich glaub wirklich... wenn ich so im Namen von allen reden kann, am meisten würdest du uns helfen, wenn du echt ein bisschen Zeit und Lust hast, echt hinten bei der Base ein bisschen halt mitzuhelfen generell. Check, Leute. 84 ist das Ding fertig. Ja. Ich kenne nicht die Akkordelina, Alter. Ich kann so, die ganze Nacht kann ich Blöcke abbauen und hinbauen und zack, zack.
Das ist krass. Das ist, ey, dazu sagen wir nicht nein. Ja, wie gesagt, hier hast du alles. Wir machen hier noch eine kleine Rüstung fertig dann. Eine kleine. Kleine, eine kleine Full Netherite verzauberte Rüstung. Ja, eine kleine halt, ne? Ja, meine Rüstung ist auch Netherite jetzt schon. Okay. Ja, easy, okay. Armin, sollen wir Rüstung machen gehen? Sollen wir einmal rüber? Ja. Wir fangen dann schon mal an. Ja. Flauschi, du kümmerst dich um Elina? Ja, ich zeig dir jetzt das Loch. Das Loch. Und auch ganz kurz, Elina, wenn du Essen, irgendwas brauchst, hier in den Kisten ist meistens eigentlich alles drin. Also kannst du, denke ich mal, ist okay für alle, oder? Dass ihr einfach rausholen. Ja, ihr seid so nett. Ich habe eine Frage. Bin ich jetzt offiziell schon Mitglied der Wasserkrieger oder muss ich mich noch bewerben oder... Muss ich ein Aufnahmeverfahren machen? Ich sag mal, wie es normal ist bei uns. Also wir nehmen eigentlich nie direkt Wasserkrieger an. Mhm. So, das hatten wir damals schon mal mit Himmelskrieger. Sondern die Leute müssen sich erstmal beweisen, dass sie überhaupt dazugehören wollen. Weil, keine Ahnung, es gibt immer viele. Wir können uns halt zu 100% vertrauen. Aber wir kennen uns jetzt ja noch nicht so krass lange. Aber wenn wir sehen zum Beispiel jetzt, boah, die hilft voll beim Bauen oder die ist voll am Start und... Keine Ahnung, dann können wir da übelst gerne drüber reden. Also, denke ich, oder? Was sagt ihr? Ja. Ei, Captain. Du weißt ja, meine Meinung ist, das machen wir, haben wir ja seit Tag 1 gemacht. Okay, Leute, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde euch hier geile Sachen hinzimmern. Auch wenn du jetzt kein offizieller Wasserkrieger bist, aber du stehst gerade auf jeden Fall unter Schutz. Also, wenn Alphastein irgendwas macht, wir sind dein Rücken. Oha, geil. Wir hauen den Platz, wir machen den Platz! Du Flausch hier zurück, glaub mir. Das stört dir alles. Bam. Genauso. Den werden wir uns schnappen, so oder so. Gut. Ja. Wir gehen rüber. Okay, Leute. Vielen Dank. Vielen Dank für die Rettung. Armin, Lukas, kommt nochmal kurz her. Okay, einen Moment gerade. Ja, ich höre nicht zu. Okay, Leute, wir sind jetzt zu Hause wieder angekommen. Wir haben noch 4 Stacks Sand. Ich könnte mal fragen. Warte. Ich kann das ja selber nachgucken. Ich kann mal gucken, das theoretisch auch mit Trockenbeton funktioniert. Ah, aber der wird ja feucht. Ah, der wird nass und wird dann zu richtigen Beton. Also geht das theoretisch nur mit Kies. 1, 2, 3. Oh, wie dumm. Also das sollte auch mit Kies funktionieren. Deswegen nehmen wir einfach mal auch Kies mit. Das geht ja auch. Oh, lol, was macht denn die Pillager hier unten? Alter, die wollen jetzt den Stress. Ich hau mal lieber ab. Hui. Oh, hier kann man richtig schnell. So unten rechts, da ist der Spot. Baby. Oh, das dauert noch mega lang, bis man da drüben angekommen ist. Also, wir haben hier schon ein paar Mauern hier platziert, auf jeden Fall. Also, Kies können wir doch auch nehmen dafür. Ich hoffe, ich bin nicht dumm. Ich frag vorher lieber nach. Und dann haben wir hier schon mal Kies. Und ich glaube, wir sind hier relativ hoch in dieser Ecke. Weil das Ding ist, hier wird immer... Also das Kies verbraucht sich jetzt nicht so stark wie davor. Ja, hier sind wir schon wieder am Ende. Das sollte auf jeden Fall... Nicht auf jeden Fall, aber es sollte gut reichen. Diesen Sand können wir noch aufbrauchen. Und das ist hier unser Kies, was wir hier noch haben. Könnte reichen, könnte vielleicht auch nicht reichen. Also ich sehe schon so ein bisschen das Ende hier. Aber, nee, das wird niemals reichen. Das schaffen wir niemals mit 64 Kies bis nach ganz da hinten. Das sieht nicht gut aus. Da müssen wir, glaube ich, auf Kiessuche gehen und Sand und so. 14 Sand hatte ich jetzt hier. Und ich glaube, wir schaffen hiermit noch nicht mal die Hälfte. Das fällt so tief, keine Ahnung, wo das landet. Boom. Dann geht es hier weiter runter. Okay, und das sind die letzten Kies, die wir haben. Es hat leider nicht gereicht. Nur für diese eine Reihe hat es noch gereicht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Sand, Leute. Ich würde sagen, ich begebe mich jetzt erstmal auf krasse Sandsuche und werde krass viel Sand farmen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, Leute. Vielleicht werde ich auch meine Schaufel verzaubern. Ich zeige euch dann, wie ich hier vorangeschritten bin. Lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Ciao! Ja, die Fox sind am Start und alle